Servus Leute, heute gibt es einen Raid für euch auf Streets und da hatte ich mal einen größeren Fight an einem, ja, nicht Hotspot, sage ich mal. Und zwar, ja, das Thumbnail spoilert schon ein bisschen, im Restaurant neben dem Einkaufszentrum, aber da hat man selten Fight. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals so einen großen Fight hatte und den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, wie immer. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Da findest du immer Minen. Naja, nicht hoch zum Berg hin, sondern einfach den blauen Zaun, ne? Das reicht ja. Mal einen Bitcoin-Raum. Ja, da will er nicht wollten, warum auch immer. Ja, das mit der Black Division. Mal sehen. Ich denke, das sind auch so Sachen, die mit der Story kommen und Release und so. Sure. You're gonna die, sagt er. Hat er recht. So. Wie heißt er? Twitch TV, wer hätte es gedacht? Und Wetten auch Twitch TV. Ja, ja. Ich weiß, wo er ist. Er steht unten am Fenster. Ah, der ist hier. What the fuck? Der war echt hier drin, Mann? Noch einer. Los, ey. Abo, dankeschön.
Wo kommen die alle her? Was wollen die alle hier? Ungewöhnlich hier an der Stelle, dass so viele kommen. Bin ich sicher, auf welchem Stockwerk der ist. Ich glaube, er ist unten reingesprungen, ich bin mir nicht sicher. Dann Toter? Moin, Gotos. Ich glaube, er ist hier im Gang, hinter der Tür und wartet. Kann ich hier rüber? Weiß nicht, ob ich hier drauf kann. Probieren's.
Was ein Hickhack, Alter, mit dem. No. Kam er echt hier rum? Krass. Ich habe ihn nicht gehört, er hat auch geschlichen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er da kommt. Auf jeden Fall Crossout bei. Ich hatte gerade meine Augen nicht bei ihm. Ich hatte meine Augen irgendwo gerade beim Healen gerade und kommt um die Ecke. Ich glaube, das war eine Truppe komplett. Könnten sogar fünf gewesen sein. Ich weiß nicht, ob unten noch eine drin liegt. HBG, Dankeschön. Und Servus. Und SSIO, Dankeschön. Der hier unten durchgehüpft ist. Ah, ne. Meiner? Ja! War eine Fünfergruppe. War eine Fünfergruppe. Ziemlich sicher. Da ist Nachbesprechung angesagt, besonders weil der erste schön reingewolbt hat. You gonna die. Wenn er das sagt, ja. Ist doch nix. Doctex haben je nach Edition eine Farbe, also EOD, Gold und so weiter. Ortus, danke für den 20. Dankeschön, weiß ich zu schätzen. Danke für die beste Art des Supports. Und danke für die Dono. Auf weitere Jahre. Das Gäste sind echt gefuchste Kerlchen geworden, ne? Egal, ja, dankeschön. Fortus, dankeschön, Zwanni. Das Vierer. Genau, ein bisschen Ding Ding und Hype. Du kannst dich nach dem Raid heilen, aber bei Level 1 bis 5 ist es umsonst. Player. Also sehen wir mal, ob man Bitcoin mit oder.
Deswegen wollte ich eigentlich hierher, ne? Anfang der Runde hier schnell diesen Raum checken. Hat ein bisschen länger gedauert. Kurz mal eine Fünfergruppe im Restaurant zernichtet. Primer wird nicht angezeigt, muss doch teilen. Bei mir bist du Sub. Einfach mal refreshen, dann kannst du teilen. Jetzt, danke für den Prime. Wichtigster Resub im zweiten. Danke, dass du Prime mir lässt. Weiß ich zu schätzen. Flips aus. Danke für die 5er Bombe. Ah, spammt keiner. Ah, doch, ein bisschen. Der Bruder ist aus. Let's go, let's go, let's go. Gut. Naja. Oh, hallo YouTube, komm. Das war doch kein schlechter Raid. Machen wir mal hallo YouTube. Oh ja. Disco-Ding und Disco-Hype zusammen. Synchronisiert. Oh, das sieht hart aus. Macht mal hallo YouTube. War, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie eine Gruppe, also eine Zweier- und eine Dreiergruppe war es auf jeden Fall, so wie die gespielt haben. Ob es jetzt alles eine Gruppe war, schwer zu sagen. Ich glaube, die ersten zwei waren alleine und dann die anderen haben zusammen gehört. Aber ich hatte am Anfang der Runde auch da noch keinen so einen Fight. Am besten gefällt mir, dass sie hier gelabert haben, you're gonna die, und dann direkt ins Gras gebissen haben. Das ist einfach, ne? Das wärmt einen bis Herz. So, passt. And I've been counting.